Schönen guten Abend. Ich freue mich und bin dankbar dafür, dass ich heute hier auch nochmal sprechen darf, nachdem ich letzte Woche schon mal in Herborn gesprochen habe. In Wetzlar gesprochen habe. Und heute gilt, Herborn steht auf. Und ich finde es genial, dass immer wieder in diesen kleinen Städten, in diesen kleinen Orten doch so viele Menschen da sind und ihre Solidarität einfach dadurch ausdrücken, dass sie auf die Straße gehen und sich für ihre Rechte einsetzen. Oh, ich muss was zurück. Wenn ich was kleiner wäre, wäre es vielleicht auch einfacher. Nur ich sehe sie alle gar nicht. Das irritiert mich ein wenig. Sind sie überhaupt noch da? Das erleichtert mich. Und ich möchte zur Erklärung meiner Person sagen, mein Name ist Emanuel Kaufmann, ich bin Anwalt in Gießen. Ich fand es sehr nett von den Veranstaltern, dass die mich Top-Anwalt genannt haben. Das stimmt nicht. Ich bin einfach nur Anwalt und kein Zauberkünstler. Und wir haben hier mit Rechtssituationen auf einmal in Deutschland zu tun, die neu sind. Da gibt es Situationen, die jetzt insbesondere die Pflegekräften betrifft. Und diese Pflegekräfte, die haben am 15.03. haben die zu erwarten, dass sie eben nicht mehr in ihre Tätigkeit aufnehmen dürfen. Wir müssen uns vorstellen, was diese Personen schon im Vorfeld für Schmerzen und für Leid erfahren. Weil bereits vor Wochen kommen erste Arbeitgeber und sagen, wenn das und das nicht ist, dann fliegst du raus oder aber du wirst freigestellt und bekommst kein Geld. Dieser Eingriff in Rechte, in Verträge hat es in Deutschland noch nie gegeben und deren Rechtmäßigkeit lässt sich deshalb natürlich auch bestreiten. Wir verstehen, dass vor 2 Jahren, als wir noch unter dem Gedanken gestanden haben, dass Corona auf uns zukommt, von China, aus Amerika, aus Bergamo, aus Ischgl, es kam immer näher, bis es in Heinsberg war, dass man dann am Anfang vorsichtig sein musste. Man hatte Verständnis für AH+L-Regeln. Man hatte Verständnis dafür, dass man vielleicht auch noch in diesem ersten Lockdown war. Aber es gab da schon die ersten Probleme, wo man gesagt hat, irgendwas scheint hier nicht unbedingt zu stimmen. Und bevor ich jetzt auf die Pflegekräfte gerade eingehe, möchte ich da einmal darauf hinweisen, dass beispielsweise der oberste Berater, Herr Lauterbach ist ja schon oft genannt worden, aber ich möchte jetzt mal den Herrn Drosten sagen. Da ist der oberste Berater der Regierung, der hat noch Probleme damit zu erklären, ob die Masken nützen oder nicht nützen. Ja. 3 Wochen, nachdem er gesagt hat, ich habe das Video aufgehoben, ach, die bringen eigentlich nichts, ist eine völlige Kehrtwendung und dann sind die auf einmal super wichtig. Aber egal, das war nur ein klitzekleiner Anhaltspunkt. Wir hatten andere Situationen, dass man sagt, Mensch, wenn da Leute an Corona gestorben sind, dann müssen die doch mal obduziert werden. Das wurde von den Behörden im Prinzip verweigert. Es gab, und wir hatten ja heute schon einen Kollegen aus Hamburg hier, tolle Rede übrigens, der Hamburger Professor Püschel hat dann gesagt, ich obduziere aber trotzdem, egal was kommt. Und es gibt auch noch einen Hallenser Professor, der hat das auch gemacht. Dadurch hat man überhaupt erst auch an dieses Narrativ anknüpfen können, an oder in Verbindung mit Corona gestorben. Weil bis dahin waren sie alle an Corona gestorben. Und es ist eine Lüge. Und wenn ich bei dem Begriff Lüge bin, dann haben wir im Prinzip Stückchen für Stückchen auch weitere Lügen erfahren. Klar, dass diese Maßnahmen immer an irgendwelchen Messwerten festgemacht werden müssen. Aber diese Messwerte, die sind ständig geändert worden. Da gab es die Verdopplungszeit 10, dann war die erreicht im April, dann wurde die auf die Verdopplungszahl 14 erhöht, dann war die erreicht im Sommer. Und als man kurz bevor man in den zweiten Lockdown gegangen ist, hat man dann auf den R-Wert umgestellt. Der R-Wert war aber schon am 5. November auch schon wieder so gut wie erreicht. Der stand dann so etwa um die 1 und hätte gar keine Maßnahmen mehr erlaubt. Und dann geht man über und sagt, ab jetzt gilt die Inzidenz. Ja, die Inzidenz hat natürlich einen extremes Ausmaß gehabt für uns,
weil ab Inzidenz 100, und das ist einer von 1000, das ist gar nichts. Das kann man hinkriegen, das kriegt man vom 1. Januar bis zum 31.12. eines Jahres kriegt man das hin. Deswegen haben sie es gemacht. Deshalb haben sie es gemacht, weil sie damit die Maßnahmen haben, rechtfertigt haben. Bitte was? Danke. Und so haben sie dann die Maßnahmen gerechtfertigt über einen Wert, der einfach nicht valide ist, weil sie können ja auch so viele testen, wie sie wollen. Das heißt, ob sie 10.000 testen oder 100.000 testen, ist egal. Aber aus dieser Mehrmenge an Menschen kriegt man natürlich dann auch die Ergebnisse, die man haben möchte. Und Dankeschön. Und über diese Situation hat sich das als Lüge im Prinzip, weil wir sind damit in einen 8-monatigen Lockdown gekommen, aus einem Wert, der nicht valide gewesen ist. Und man hat jetzt im Laufe des Jahres gesagt, wir müssen von der Inzidenz wegkommen. Wir müssen jetzt die Hospitalisierung anschauen. Und auch an der Hospitalisierung, natürlich gibt es immer einzelne Krankenhäuser, die dann vielleicht ein paar Corona-Patienten mehr haben und die dann auch wirklich schwer krank sind, die schwere Verläufe haben. Aber en gros, von Flensburg bis nach Regensburg, sieht es nicht so aus, als hätte tatsächlich irgendwann eine Überlastung der Intensivstationen stattgefunden. Und wenn das so ist, aber dann Menschen so ausgegrenzt werden, wie sie ausgegrenzt worden sind bisher und wo auch noch die Möglichkeit besteht, dass sie weiter ausgegrenzt werden, dann ist das hochbedenklich und dagegen muss man sich wehren. Und ich meine dieses Wehren im Sinne von demonstrieren wie hier, nach dem Motto, Herborn steht auf, oder aber in Wetzlar, in Gießen, in allen Städten sollen wir zeigen, dass wir da sind, dass wir viele sind und dass wir auch noch mehr sind und mehr werden. Ich habe in meiner Kanzlei, ich bin seit 92, bin ich schon Anwalt, ich habe noch nie so viele verzweifelte, zum Teil auch weinende Menschen gehabt, am Telefon oder bei mir in der Kanzlei, weil ihnen Sachen passiert sind, die sind einfach unbeschreiblich. Ich werde jetzt auch keine Einzelsachverhalte nennen, weil das geht über die Schweigepflicht dann hinaus, aber es ist einfach unvorstellbar, was Menschen angetan wird. Und dann müssen diejenigen, die beispielsweise schon geimpft und geboostert sind, die kommen ja eventuell auch in diese Situation und die merken das auch und die sind hier absolut willkommen. Wir möchten, dass die da sind, um zu sehen, was denjenigen schon passiert ist, die hier in diesem Leid leben. Entschuldigung, können Sie da rechts mal ein bisschen leise sein? Da rechts ein bisschen leise sein oder, ja, wäre nett. Damit die auch mal mitbekommen, was denjenigen passiert, die morgen ihren Job eventuell verlieren. Da sagt der Arbeitgeber, du kommst hier nicht mehr rein ab dem 15.03. Alle diese Arbeitnehmern kann ich sagen, bis zu diesem Zeitpunkt seid ihr ohnehin safe. Es gibt diejenigen, die am 15.03. schon in einem Unternehmen gewesen sind. Und es gibt diejenigen, die dann ab dem 15.03., nämlich am 16.03., ihre Tätigkeit erst anfangen. Diejenigen haben es auch tatsächlich etwas schwerer, aber derjenige, der am 16. erst anfängt, da wird der Arbeitgeber schon dafür gesorgt haben, dass er sieht, ist diese Person geimpft oder ist diese Person nicht geimpft. Für diejenigen, die aber vor dem 15.03. schon ihre Arbeitstätigkeit begonnen haben, für die schon seit 6 Monaten in ihrem Beruf arbeiten und das Unternehmen mehr als 10 Mitarbeiter hat, diejenigen, die genießen nach wie vor Kündigungsschutz. Kommt also der Arbeitgeber auf euch zu und sagt, schon ab Februar oder schon vor dem 15.03. macht er irgendeine Maßnahme, dann ist es geboten, aus diesem Grund entweder selber zunächst mal dem Arbeitgeber zu schreiben und wenn man sich das nicht zutraut, das eben mit rechtlicher Hilfe zu machen, zur Not sogar das Arbeitsgericht anzurufen, um einer Freistellung ohne Vergütung oder einer Kündigung entgegenzuwirken.
Denn ob geimpft oder ungeimpft, die Rechte, die man hier in Deutschland hat, hat man nach wie vor. Aber ihr müsst euch halt auch mal wehren. Wir haben aus den anfänglichen Erfahrungen, dass das ein gefährliches Virus ist, dem wir zunächst auch mit Skepsis begegnet sind, wo wir gesagt haben, nein, wir achten darauf, wir sind solidarisch, wir machen das, wir uns da gemeinsam darum bemühen, andere nicht anzustecken, etc. pp., haben wir jetzt, nachdem wir, vorhin habe ich gehört, wir haben die rechte Backe schon hingehalten und wir haben auch die linke Backe schon hingehalten, jetzt ist der Zeitpunkt, wann soll es denn sonst sein? Wir müssen es jetzt machen. Und die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist der Vorreiter für diese allgemeine Impfpflicht. Das heißt, wir müssen jetzt sehen und es der Politik so schwer machen wie möglich, dass sie diese einrichtungsbezogene eventuell gar nicht umsetzen können. Und dafür... Und dafür gibt es nach wie vor Mittel. Und zwar das Mittel, das Arbeitsgericht anzurufen und dann einen Antrag zu stellen, dass man Zugang zu dieser Arbeitsstätte bekommt, denn man hat seine Arbeit angeboten. Im Vorfeld, muss ich sagen, muss man diese Arbeit natürlich tatsächlich anbieten. Wenn also der Arbeitgeber schon vor dem 15. sagt, hier, du kommst dann da nicht mehr rein und ich mache das jetzt schon, weil ich das gesetzeskonform oder rechtskonform oder politisch konform jetzt schon machen will, dann bedeutet das, dass man diesen Antrag dann auch so schnell als möglich stellen muss. Egal, ob es um die Freistellung geht oder ob es um eine Kündigung geht. Dann nähern wir uns irgendwann dem 15., dem Tag der Entscheidung, dann muss der Arbeitgeber tatsächlich handeln, sonst reagiert er bußgeldrelevant. Aber Sie als Mitarbeiter haben nur die Verpflichtung zu sagen, ja, ich bin geimpft oder nein, ich bin nicht geimpft. Und wenn Sie ungeimpft sind, da können Sie ja nicht mal ein Blatt Papier für vorlegen. Dann muss der Arbeitgeber mit dieser Information nur als Meldepflicht hingehen und sagen, von meinen 15 Mitarbeitern ist die Person 1, 2, 3 sind geimpft, 4, 5 ist nicht geimpft und 4 bis 15 sind wieder geimpft. Dann bedeutet das, das bedeutet auch noch nicht zwingend, dass er sie dann nicht mehr einsetzen kann, der Arbeitgeber, denn sie haben noch immer, Entschuldigung, nochmal, könnt ihr da rechts ein bisschen leiser sprechen? Hier, Entschuldigung, könnt ihr ein bisschen leiser, weil ich habe ständig Rückkopplung. Und, Entschuldigung, bin ich ein bisschen rausgekommen, aber... dann habt ihr die Möglichkeit, an den erstmal mit dem Arbeitgeber nochmal zu sprechen, um ihm zu sagen, wie sehr er an diesem Job hängt, dass ihr ihn gerne macht. Ich habe in meiner Kanzlei zum Teil Leute, die sind über 10, mitunter 20 Jahre schon im Pflegeberuf. Das sind Menschen, die lieben Menschen. Die würden sich sonst nicht den unterschiedlichen Charakteren oder deren Ausdünstungen preisgeben oder zur entgegenstellen, um nicht diese Tätigkeit auszuüben, die sie auszuüben. Jetzt hat das Gesundheitsamt diese Information. Dann muss das Gesundheitsamt erstmal sagen und filtern, diese Person schreibe ich jetzt an, beziehungsweise den Arbeitgeber schreibe ich an und dann sagen die Personen, die jetzt ungeimpft sind, die dürfen nicht mehr weiterarbeiten. Dann hat der Arbeitgeber aber immer noch eine Möglichkeit zu sagen, ich brauche diese Person. Und diese Pfleger, die sind alle wichtig. Warum sind die wichtig? Weil wir schon seit Jahren beklagen, dass die Pfleger zu wenig sind. Und dass wir sie brauchen, sie wurden im letzten Jahr noch beklatscht, von der Frau Merkel hochgelobt und jetzt kriegen sie in den Po getreten. Man hat im letzten Jahr 22 Krankenhäuser geschlossen, man hat 6.000 Pflegekräfte, nein, 9.000 Pflegekräfte den Dienst quittieren lassen und man hat 6.000
Betten, Intensivbetten reduziert. Ah ja, wenn ich Intensivbetten reduziere, komme ich natürlich auch schneller an Triage-Situationen. Aber wenn ich natürlich dann das so mache, um in einer Möglichkeit trotzdem Staatshilfen zu bekommen, über das Krankenhausentlastungsgesetz, über das Krankenhausfinanzierungsgesetz, über Manipulation oder Hin- und Herschieben bei der Pflegepersonaluntergrenzenverordnung, dann muss man sich nicht wundern, dass man immer unter diesem Radar läuft, dass man eben so sagen kann, ja, die Intensivstationen sind tatsächlich überfordert. Sind sie aber nicht. Sie sind es bisher vom Rechtlichen und vom Sachlichen nie gewesen. Man muss nur unterscheiden, wenn man jetzt mit einer Kamera in eine Intensivstation reinfilmt und man hat da ein, zwei Leute, die dann da mit dem Leben kämpfen, dann macht das natürlich einen riesen Eindruck. Wenn man mit der Kamera etwas weiter weggeht, sieht es ja auch dann schon wieder ein bisschen anders aus. Da muss man auch die Krankenhäuser, die ebenfalls noch in diesem Ort sind oder die in dieser Region sind, die muss man ja dann auch noch damit einbeziehen. Und es ist schon immer gestorben worden. Es hat auch etwas von Lebensrisiko. Aber wir haben hier eine Mortalität, die liegt bei angeblich so um die 0,5%, eher weniger. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass 99,5% der Bevölkerung davon nicht betroffen sind oder nur wenig betroffen sind. Und dafür werden die alle gelockdownt oder aber von ihren Arbeitsplätzen weggehalten. Das darf so nicht sein. Dieser Arbeitgeber, der jetzt also das Schreiben vom Gesundheitsamt hat, dass er die und die Mitarbeiter, die nicht geimpft sind, nicht mehr arbeiten lassen darf, hat dann die Möglichkeit, nochmal an das Gesundheitsamt zu schreiben, er braucht diese Personen, weil sie schon lange dabei sind, weil sie von der Personalstruktur einfach nicht auf diese Person jetzt verzichten können. Das muss man individuell dann wiederum sehen. Wenn dieses Schreiben vom Arbeitgeber mit gutem Herzen geschrieben wird, weil es will ja nicht jeder Arbeitgeber seine Mitarbeiter loswerden, wenn diese Schreiben mit gutem Herzen geschrieben werden, muss sich das Gesundheitsamt erstmal wieder darum kümmern und einen Bescheid machen, der dann sicherlich schon mal wieder etwas Zeit kostet. Und das bedeutet, wir haben schon zwei Schreiben, die das Gesundheitsamt dann machen muss, und es wird entsprechend auch dann Zeitverzögerungen geben. Und diese Zeitverzögerungen sind für diejenigen Pflegekräfte wichtig, damit, weil das Gesetz nur bis zum 31.12. diesen Jahres Gültigkeit hat. Will sagen, man ist dann in einem Zeitraum von August bis September vielleicht schon, schlimmstenfalls ist man schon zwei Monate vorher, aber man hat in jedem Fall in dieser Zeit noch die Möglichkeit, erstmal seine Tätigkeit zu wahren, und man hat über die Klage, die man gemacht hat, weil man gegen die Freistellung kämpft oder weil man gegen die Kündigung kämpft, diese Kündigung ist ja dann schon mitunter vor dem 15.03. gemacht worden. Und solche Kündigungen haben natürlich nochmal einen höheren Grad, angegriffen zu werden oder mit Erfolg angegriffen zu werden, als diejenigen, wo dann diese Kündigung tatsächlich erst am 15. oder am 16., 17., sprich danach diesem Datum kommt. Aber egal, auch diese Maßnahmen hat man sich gegen zu wehren, weil eben die Grundrechte, die diese Menschen hier verlieren, die sind so eklatant, dass die im Endeffekt den ausschlaggebenden Faktor darstellen können. Denn wir haben eine Situation, wo der Staat, die Politik, dem Arbeitgeber ermächtigt, du Arbeitgeber sagst jetzt deinen Mitarbeitern, dass sie nicht mehr arbeiten dürfen. Das ergibt dann die Problematik, dass die Arbeitnehmer sich definitiv wehren müssen, weil sie nur dadurch den Rechtsakt ansetzen, und das Gericht wird über diesen Antrag dann auch zu entscheiden haben nach den Grundsätzen des Kündigungsschutzgesetzes. Und dann haben wir eine Situation, dass wir einen Arbeitsvertrag als das haben, was die Arbeitsbedingungen bestimmt. Und in Ihrem Arbeitsvertrag steht nichts drin, dass Sie sich impfen lassen müssen.
Unterhalb des Arbeitsvertrages ist das Direktionsrecht des Arbeitgebers. Das Direktionsrecht sagt, dass Sie vielleicht schon anstatt um 9 Uhr immer um 8:30 kommen müssen und dann vielleicht eine halbe Stunde früher gehen können. Aber es ist nicht berechtigt seitens des Arbeitgebers zu sagen, du musst dich jetzt impfen lassen. Das heißt, inhaltlich haben Sie dort Argumente, sich dagegen zu wehren. Und wenn diese Situationen dann alle ausgesprochen worden sind, dann kommt man auch noch dahin, dass eben hier Grundrechte, dass hier in den Beruf eingegriffen wird, etc. pp. Und da bleibt nur für denjenigen, der nichts macht, der wird sicherlich keinen Erfolg haben, denn der wird nicht mehr gesehen. Es werden nur diejenigen gesehen, die sich tatsächlich dagegen wehren und das mit Argumenten machen. Und diese Argumente werden ja zum Beispiel auch schon hier ausgedrückt. Wir sitzen hier, beziehungsweise wir stehen hier und kümmern uns darum, dass diese Maßnahmen, die gegen uns hier sprechen, die Gesellschaft spalten, damit die aufhören. Und dieses Aufhören bedeutet, dass wir alle diejenigen, die hier sind und von mir aus geimpft sind, geimpft und geboostert oder sonst was, dass wir die gerne hier aufnehmen, dass wir die hier gerne sehen, denn sie sind auch diejenigen, die morgen in die Situation kommen, dass sie eventuell als Ungeimpfte ihnen droht, diskriminiert zu werden. Und an dieser Stelle möchte ich dann abgeben an den nächsten Redner und bedanke mich, dass Sie mir in der Kälte und in der Dunkelheit hier so lange zugehört haben, und ich gebe dann weiter an den Thomas. Danke, Emanuel. Nicht nur ein Top-Rechtsanwalt, auch ein Top-Redner. Vielen Dank, nochmal einen großen Applaus. Danke.